Hallo, ich bin Dominik von testfazit.de. Hier ein kurzes Videofazit zum Philips HD 2595, einem einfachen Toaster, der ohne viel Schnickschnack auskommt. Die kompletten Einstellungen werden bei diesem Philips Toaster an einem einzigen Drehrad vorgenommen. Hier kann man die Aufwärmfunktion aktivieren, ganz normal den Röstgrad von Stufe 1 bis Stufe 6 einstellen oder die Funktion für gefrorenen Toast wählen. Hier unten gibt es auch die Stopptaste. Die Krümelschublade befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Der Philips Toaster sieht kubisch und spartanisch aus. Er ist ordentlich verarbeitet und hat zwei extra breite Toastschlitze, in die halbierte Brötchen gut reinpassen. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass man sehr häufig die Hebetaste verwenden muss, da der Toastschlitten für normalen Toast sehr tief sitzt und man den Toast sonst nicht herausnehmen kann. Beim wichtigsten Punkt, der Leistung beim Toasten, kann der günstige Philips Toaster mit teureren Modellen mithalten. Wie man hier erkennen kann, kann er von keiner Bräunung über mittlere Bräunung bis hin zu sehr starker Bräunung alles toasten. Die verbrannten Stellen sind übrigens kein Nachteil, man sollte beim normalen Toast einfach eine niedrigere Stufe wählen. So. Dieser Toast wurde auf Stufe 4 getoastet und wie man erkennen kann, hat er eine leichte Bräunung. Leider ist hier oben keine Bräunung zu verzeichnen, das ist also etwas größerer Toast und hier oben scheint der Toaster Probleme zu haben, Bräunung zu erzielen. Der Philips HD 2595 ist ein einfacher, aber trotzdem gut ausschauender Toaster. Seine Toastleistung konnte im Test überzeugen. Den kompletten aktuellen Testbericht inklusive Bildern zu diesem Modell oder anderen aktuellen Toastern finden Sie, wenn Sie auf YouTube sind, über den Link in der Videobeschreibung hier unten oder einfach auf www.testfazit.de/toaster. Hat Ihnen dieses Video geholfen? Würde ich mich über ein Like oder einen Daumen hoch freuen.